Denise Müller. Okay, Denise. Ja, danke schön, Herr Steiner. Dann bis morgen, mein Schnuckelchen. Hallo Freunde, da bin ich wieder mit einem neuen Video und demzufolge mit einem neuen Anruf. Ich habe euch heute wieder eine Abzockerin mitgebracht, tja, dessen Gesprächsverlauf ein ganz anderes Ende nimmt, als sie sich gedacht hat. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Herr Steiner? Ja? Wie geht es Ihnen? Denise Müller am Apparat. Im Auftrag des Maklers bitbanda.eu rufe ich Sie an. Erwische ich Sie zu einem guten Zeitpunkt? Ich würde den Zweck des Telefonats erklären. Ja, warum geht's denn? Dankeschön. Ich melde mich bei Ihnen telefonisch im Auftrag unseres Inserentes, wobei Sie sich online angemeldet haben. Wir sind weltweit bekannt, Bitbanda, bekannte Makler, der Ihnen Zugriff, Verzeihung, zu den Kapitalmärkten Bereich Börse anbietet. Sie haben vor einer Woche ab und zu eine Online-Werbung gesehen diesbezüglich und ich bin diejenige, die Sie über Ihre Interesse informieren wird. Ist gerade ein guter Zeitpunkt dafür oder wollen wir lieber einen Termin miteinander vereinbaren und ein bisschen ruhiger über das Thema diskutieren? Können Sie mich mal hören? Ja. Okay. Wäre gerade ein guter Zeitpunkt dafür oder wollen wir zu einem anderen Zeitpunkt diesbezüglich diskutieren? Ja, geht. Geht? Hm. Okay. Herr Steiner, Sie sind bestimmt über 18 Jahre alt, weil Sie so jung mehr Telefonscheinlicher kommen. Hm. Sind Sie? Okay. Haben Sie vorherige Erfahrungen im Bereich Börse? Wissen Sie, wie das überhaupt funktioniert? Hm. Was hat Ihre Interesse eigentlich überhaupt aufgewacht? Hm. Falls ich Ihnen telefonisch um die Uhrzeit in Verlegenheit bringe, wir können gerne einen Termin vereinbaren. Hm. Nö? Oder verstehen Sie kein Deutsch? Doch. Bitte? Doch. Doch? Hm. Okay. Okay, wenn Sie so nett sind, dann beantworten Sie mir bitte meine Frage kurz, weil natürlich, um diesem Geschäft jetzt Interesse zu zeigen, bedeutet, dass Ihre Erwartungen sehr hoch sind. Ach so? Na klar, okay. Hm. Welche unserer Werbungen haben Sie gesehen? Über welchen Markt? Hm. Keine Ahnung. Mhm. Okay. Was interessiert Ihnen eigentlich von diesem Geschäft? Hm. Bitte, ich höre. Weiß ich nicht. Mhm. Oder haben Sie da zufälligerweise Interesse gezeigt, wenn Sie das nicht wissen? Na, hier rufen so viele Betrüger an. Mhm. Natürlich, Betrüger sind schon, gibt's da viele eigentlich. Aber falls man von der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin reguliert ist, dann das Ganze hat sich erledigt halt. Und das ist einfach sichtbar bei der offiziellen Webseite von BaFin. Ja, sowas erzählen die immer alle und dann sind sie es doch nicht. Okay. Von wem haben Sie vorher gehört, dass BaFin überhaupt existiert? Das habe ich über YouTube rausgefunden. Über YouTube? Hm. Okay. Und wie kamen Sie auf die Idee, auf YouTube bei BaFin jetzt irgendwie nachzusuchen? Passen Sie auf, ich kann sehr gut eigentlich Ihre Stelle nachvollziehen, aber Sie sollen auch unsere eigentlich, ne, verstehen irgendwie. Ab dem Moment, dass man online selber die Interessen zeigt, und das passiert eigentlich im Auftrag unseres Interessentes, und den Moment, dass Sie von dieser Webseite die Cookies davon akzeptieren, Sie leiten automatischerweise auf unsere Abteilung. Also mein Job ist, Ihnen zu informieren anhand gerne der gezeigten Interessen. Ich komme auch nicht klar, wenn Sie mir die ganze Zeit einfach mit einer Betonung oder einfach Ja oder Nein beantworten, weil wir nicht die Gesellschaft für Konsumforschung sind. Wir sind ein autorisierter Makler, der Ihnen Zugriff zu den Kapitalmärkten anbietet. Und mein Job ist, Ihnen theoretisch und technisch zu erklären, was wir für Sie eigentlich, ne, wirtschaftlich erwirtschaften können. Wenn Sie dafür zustimmen, ist gut. Wenn nicht, wir gehen gerne nach Ihrem Wort. Aber ich brauche Sie da konzentriert. So funktioniert das nicht. Ich komme nicht klar einfach. Hm. Okay, ist gut. Okay, ich überlasse das gerne Ihnen, denn im Moment, dass Sie sich dafür wohlfühlen, Sie können sich gerne unter diese Kontaktnummer melden und dann eine von unseren Konsulenten wird für Sie da sein und Sie bekommen gerne die Informationen über Ihre gezeigten Interessen, ja? Ihre Telefonnummer geht ja nicht. Doch, gibt's schon, eigentlich. Nö, wenn ich die zurückrufe, dann geht die nicht. Das ist die Marketingabteilung bestimmt. Wenn Sie wünschen, ich kann Ihnen noch eine gerne E-Mail zukommen lassen und Sie kommen klar mit unseren Daten. Sie beweisen alles, was Sie wünschen, weil jemandem zu sagen, dass wir Betrüger sind, ist einfach. Aber ob die Behauptungen eigentlich begründet sind oder nicht, wäre jetzt eine andere Frage unsererseits. Habe ich doch gar nicht gesagt.
meinten sie vorher, weil da meinen sie die ganze Zeit, rufen irgendwelche Betrüger an. Aber das, also von 100% Schuld, 50% gehört ihnen dann. Man kann einfach ruhiger, ne, Interesse irgendwo zeigen, aber wenn man die Möglichkeit natürlich anbietet, kommt erst danach, wenn sie jetzt einige Fragen vorher gestellt haben. Da hat sie tatsächlich das erste Mal ein bisschen Wahrheit gesprochen. Denn die Schuld, die trifft natürlich auch die Opfer. Denn letztendlich hat man sich ja blenden lassen. Meistens wohl von der Gier. Tja, aber so hart wie das klingt, letztendlich sind die Opfer, die sich bescheißen lassen, immer irgendwo auch mit Schuld. Auch wenn man es jetzt so pauschal eigentlich nicht sagen kann, weil letztendlich wird man ja bei dem Betrug geführt. Die führen ja einem die Hand, teilweise sogar den ganzen Computer. Es kommt immer drauf an, was man für einen Betrüger dran hat, aber letztendlich lässt man ja das Ganze auch mit sich machen. Ob das immer so eine gute Idee ist, naja, das ist halt das Problem, ne? Die Leute, die darauf reinfallen, man weiß es immer nicht, woran es so genau gelegen hat. War es die Gier, ist es die Unvernunft oder Unwissenheit? Weiß ich nicht. Wenn ich Ihnen gerade frage, welche regulierte oder unregulierten Brokern gibt, ich bin mir 100% sicher, dass Sie die Frage nicht beantworten können. Warum nicht? Beantworten Sie mir denn, was für regulierten Brokern gibt es in Europa oder außer Europa? Ja, zum Beispiel Binance. Was ist Binance als Broker? Die sind reguliert. Was ist Binance als Broker? Also es reicht nicht, dass man einfach sich einen Broker nennt. Ich kann mich auch eine Brokerin da nennen, aber woher weiß man, ob was für ein Broker ich da bin, was mein Honorar ist? Na, das sieht man bei der BaFin. Warum bin ich interessiert an neue Kunden? Wie bitte? Das kann man bei der BaFin prüfen. Nee, bei der BaFin können Sie eigentlich beweisen, ob man die Bedürfnis hat, in den deutschen sprachigen Ländern anrufen, um die Dienste anzubieten. Ob Sie ja oder nein sagen, das liegt anhand Ihrer Verständnis und Ihrer Interesse. Ja, aber die BaFin, die guckt ja, ob das seriöse Unternehmen sind. Was heißt seriös für Sie? Ich kann sehr nett sein und seriös, aber Sie kommen einfach nicht klar mit meinen Fragen, was ich Ihnen stelle. Naja, das würde ich jetzt eher anders formulieren. Sie weiß wohl scheinbar selber nicht so richtig, was die BaFin ist. Denn die BaFin ist nichts anderes als eine Regulierungsbehörde, die eben über alles wacht und aufpasst, was da eben so passiert. Stichwort Wirecard. Letztendlich braucht man ja immer eine obere Instanz, die eben die unteren Sachen überprüft. Das ist halt ja wie der Staat, nur halt eben für Finanzaufsicht. Ne? Also letztendlich, die gucken sich die Plattformen an, prüfen das Ganze. Sicherlich legen die da sogar ganze Konten an und testen das sogar. Wie das da genau im Hintergrund abläuft, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber letztendlich ist klar, die kontrollieren. Und wenn das da auf deren Seite steht, was das für ein Broker ist, ob der seriös oder unseriös ist, je nachdem, in welcher Liste man bei denen schaut. Die bieten ja beide Listen an. Ja, das ist halt schon ausschlaggebend, ne? Wer ist seriös in diesem Fall? Na, zum Beispiel Binance, glaube ich. Passen Sie auf, in Europa gibt es nur zwei regulierten Brokern, okay? Aha. Und die sind die Market Makers, Market Providers, das sind englische Begriffe Standard, okay? Und jeder davon hat ein unterschiedliches Honorar. Okay. Also hier labert die Tante tatsächlich einfach nur absoluten Bullshit. Angeblich gibt es nur zwei regulierte Broker in Deutschland. Tja, das ist mir aber total neu. Okay, natürlich, das schwarze Schafe, die benutzen einfach schöne Plattformen, dann haben sie technische Probleme in dem Fern, dass sie die Auszahlungen nicht tätigen können. Bei uns gibt es natürlich eine ganz nachvollziehbare Kontoverbindung zwischen, ne, Einzahler und Empfänger halt. Das ist aber sehr schön, dass sie sich damit auskennt, dass es dann technische Probleme gibt bei der Auszahlung. Ich denke mal, das wird sie von ihrem eigenen Unternehmen am besten wissen. Denn Einzahlen funktioniert immer, nur beim Auszahlen, da gibt es dann irgendwelche technischen Probleme, warum das diese Woche ausnahmsweise nicht geht. Ja, letztendlich will man da nur auf Zeit spielen, weil dann haben sie noch eine ganze Woche Zeit, euch zu belabern, dass man da noch ein bisschen mehr Geld einzahlt wieder. Tja, nur die Auszahlung, da werdet ihr vergeblich drauf warten. Und woher sie das hier wohl weiß, fragt man sich wohl, wie das sein kann. Ich vermute, sie wird ganz genau wissen, wie es in ihrem Unternehmen abläuft. Man steckt da seine Kohle rein, aber rausholen, tja, da wird dann erstmal rumgeeiert. Und am Ende gibt es dann auf jeden Fall nichts. Und der Makler fungiert als Vermittler in diesem Fall. Sie haben ruhig bei Binance, bei Bitpanda, bei uns, bei
Iron FX, egal was, egal wo, plus 500, ne, FX Pro, die Möglichkeit da umzuhandeln ohne gar keine Finanzberatung. Und das Honorar vom Unternehmen sind genau ihre Verluste durch die Platzierungen. Aber den Moment, dass Sie denn mit einem Market Provider zu tun haben, was wir in diesem Fall sind, und wir bieten Ihnen autorisierte, ne, Finanzberatung telefonisch, bedeutet, dass unser Honorar halt von den Platzierungen ist. Ja, und da geht's dann auch schon fleißig weiter mit der ganzen schönen Märchenstunde. Denn dieses Unternehmen, das darf euch gar nicht dabei helfen, wie man da handelt, weil das ist ja letztendlich nichts anderes als Vorsagen. Das ist auf dem Finanzmarkt einfach nicht erlaubt. Natürlich gibt es immer Leute, die sich auskennen und dann irgendwelche Hinweise geben. Ja, aber die Firma selbst, die eben mit diesen Geldern handelt und dadurch ja ihre eigene Provision steuert, das ist einfach nicht legal, vielleicht, was du mir hier gerade erzählst, nette Tante. Und genau über diese Informationen sollten Sie informiert werden, bevor Sie die Entscheidung eigentlich treffen, ob Sie daran oder nicht interessiert sind. Es ist ganz einfach, dass jemand Ihnen anruft und sagt, okay, wir können ruhig mit 250 Euro Minimum eine Anzahlung 3000 Euro drehen, aber dann haben Sie wirklich sehr, sehr große Probleme in dem Fern, dass, ob Sie wirklich Ihre Kapital- oder Nettogewinne abheben können. Verstehen Sie, was ich meine? So ist das. Also Buffin versichert Ihnen, ob man die Möglichkeit hat, in Deutschland diese Dienstleistungen anzubieten. Nicht Ihnen zu zeigen, ob die seriös sind oder nicht. Ach so. Wenn ich Ihnen unnett oder unhöflich bin, das Unternehmen ist sowieso reguliert, dann bin ich als Person unhöflich. Das bedeutet nicht aber, dass das Unternehmen unseriös ist. Oder? Da kenne ich mich nicht mit aus. Logischerweise, das sind, ne, Standardbeweise, die man eigentlich und Verhaltensweise haben sollte. Sie sind auch ein Kunde aus Deutschland, der selber die Interesse gezeigt, wir haben die Bedürfnis, um in Deutschland zu rufen und unsere Dienste anzubieten. Aber wenn Sie an mir jetzt unhöflich sind und unnett sind, das bedeutet nicht, dass alle Deutschen eigentlich, ne, denselben Standard haben. Man macht weiter eigentlich und das ist ein Telefonat von Ihnen gewünscht online. So, wie bitte? Wo denn? Im Auftrag unseres Interessentes. Eigentlich vor einer Woche, erlauben Sie mir kurz im System zu checken, Sie sind von mir zum ersten Mal ab 27.10. kontaktiert worden. Da hatte ich keine Antwort von Ihnen. Das ist das zweite Telefonat von mir heute, offiziell. Und letzte Woche wurde jetzt eine Anmeldung in Ihrem Namen eigentlich getätigt im Auftrag unseres Interessentes. Wenn ich nicht falsch bin, damals ging die Werbung über Bitcoin, weil es eine sehr, sehr große Bewegung von Bitcoin eigentlich von Europa anerkannt als Kryptowährung gab. Und die meisten Kunden wollten natürlich in Bitcoin investieren. Man soll eigentlich nur die Logik verstehen, was Onlinehandel im Vergleich mit Bankhandel, ne, unterschiedlich ist. Ist ja wieder sehr schön, dass er wieder ganz viel um den heißen Brei geredet hat, aber letztendlich war die Frage eine andere. Sie hat ja hier gesagt, der Anruf wäre von mir gewünscht gewesen. Und ich habe gefragt, wo habe ich mir das denn gewünscht? Ja, und jetzt hat sie mir wieder irgendwas um heißen Brei rum erzählt, was alles irgendwie gar nicht so richtig Sinn ergibt. Ja, und grundsätzlich, ist man eigentlich überfordert mit der, was sie da einem sagt. Weil es ist einfach nicht schlüssig und es macht keinen Sinn. Und es ist auch noch alles gelogen und passt gar nicht zueinander. Ja, und dann erzählt man wieder ganz, ganz viel Scheiße. Hauptsache, man hat was erzählt und ja, vielleicht fragt der Kunde denn nicht weiter nach, ne? Ja. Und natürlich, welche die generierte Verbrete im Vergleich mit den Banken wären. Wir haben Kunden, die 100.000 Euro natürlich bei der Bank Aktien investiert haben, die kaufen und verkaufen Aktien und innerhalb von 12 Monaten das versprochene Honorar ist bis zur, wenn ich nicht falsch bin, maximal 7% Profit. Also mit einer Minimumanzahlung von 250 Euro nur mit dem Handel zu den Währungen Markt kann man 15-17% innerhalb von 3 Wochen erwirtschaften. Ja. Das ist der Unterschied. Okay. Jetzt legen die Interesse bei Ihnen. Wenn Sie wünschen, entweder melden Sie sich, wenn Sie ein bisschen konzentrierbar sind, oder wenn Sie nicht Interesse haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja. Also, was muss ich da jetzt machen?
was Sie wünschen. Entweder sprechen dann weiter über das Thema, was Ihnen interessiert hat, oder wenn Sie einfach nicht in diese Stelle sitzen, dass Sie mich einfach ruhig hören können, denn wir können gerne einen Termin vereinbaren und diesbezüglich diskutieren. Jetzt habe ich Zeit. Okay. Erklären Sie mir denn, was hat Ihnen so ganz von diesem Geschäft eigentlich gefallen? Klingt gut, wenn man da Geld verdienen kann. Was machen Sie professionell, wenn ich fragen darf? Üben Sie irgendwelchen Beruf? Nee, da habe ich geerbt damals. Okay. Was für einen Status haben Sie gerade? Wie bitte? Was für einen Status haben Sie gerade? Ich bin Single. Okay, kann ich vorstellen. Würde Ihnen ein Finanzberater interessieren oder denken Sie, dass Sie den Handel eigentlich selber führen würden? Na, Sie haben mich doch nach meinem Status gefragt. Ihren Status schon, habe ich gefragt, aber es gibt Leute, die sagen, okay, Leute, mir gefallen eure Dienstleistungen, trotzdem ich übernehme den Handel selber oder ich bräuchte einen Account Manager, weil ich mich nicht damit auskenne. Das ist meine Frage. Ja. Bitte, ich bin für Sie da. Also ich bin dazu ständig, Ihnen die Fragen zu beantworten, aber mir kommt nirgendwelche Frage Ihrerseits. Na, was soll ich denn fragen? Normalerweise kommen mir Fragen in dem Fern, wer seid ihr, wo sitzt ihr, was macht ihr im Vergleich mit den anderen Brokern, was sind eure Angebote? Ich kenne mich ja da nicht so aus. Ich dachte, Sie erzählen mir das alles. Okay, gut. Was wären Sie bereit eigentlich schon mal zu zahlen anhand Ihrer Erwartungen von diesem Geschäft, weil Sie mir vorher meinten, dass Sie Geld profitieren möchten? Aber was sind Sie bereit eigentlich, um da nur anzuzahlen, damit ich Ihnen jetzt ab und zu anhand unserer Geschäftsbedingungen erklären kann? Na, was ist denn da sinnvoll? Wie viel sollte man denn da bezahlen? Das geht ab 250 Euro. Man kann Ihnen nicht die Frage beantworten, mit welchem Kapital kann ich ansteigen, okay? Also wir beschäftigen uns mit den Finanzen, aber nicht mit Ihren Finanzen. Das ist eine Entscheidung, die Sie selber treffen werden. Natürlich, jeder probiert das mit dem Minimum und natürlich den Moment, dass wir mit so einem Minimumkapital was darauf erwirtschaften, dann haben wir Erfolg. Natürlich dann mit vier- oder fünfstelligen Beträgen oder unendliche Beträgen, egal was, natürlich kann man was davon profitieren. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die uns dienen, um erfolgreich in diesem Geschäft rauszukommen. Na, wenn ich bei der Bank bin, die sagen ja auch immer, wie viel ich machen soll. Die Bank natürlich, aber online, ich habe die Kompetenz einfach nicht, Ihnen zu sagen, das starten Sie beispielsweise lieber mit 1.000 als mit 250 Euro. Vielleicht bringe ich Ihnen telefonisch in Verlegenheit und sowieso die Gespräche werden da aufgezeichnet und die Bedürfnisse habe ich dafür nicht. Ich bin dazu ständig, Ihnen zu erklären, dass es ab 250 Euro geht, mit welchem Betrag Sie da einsteigen, die Entscheidung treffen Sie dann natürlich selber. Für diesen Kapital, Sie bekommen den Account Manager zur Verfügung. Und natürlich, der Handel geht los. Der Handel erfolgt über MetaTrader, MetaTrader 5, wobei die Ausführungszeit der Position in Echtzeit erfolgt. Natürlich, alle unsere Kunden eigentlich statistisch belegt von unserer Finanzabteilung sind ganz zufrieden rausgekommen, das auch mit 250 Euro Minimumanzahlung. Dann natürlich, wenn es um höheren Beträgen betrifft, dann ich bräuchte sehr ein bisschen mehr drüber konzentriert. Das kommt halt langsam mit der Zeit. Ja. Sicher und langsam, die Klettern klappern, nicht einfach aggressiv handeln und wir sind kein Spielraum hier, wir sind verantwortlich für ihre Kapital, weil am Ende des Tages bin ich als Account Manager, die gefragt wird, Denise, warum ist dies oder das andere passiert worden? Ja. Genau, so funktioniert das. Natürlich dann der Register, also Registrierungsprozess ist Standard, genauso wie bei allen Bitpanda, sie füllen ihre Daten aus. Sie öffnen ihr Konto, sie wählen die Lieblingszahlungsmethode und man wartet, bis das Kapital auf ihrem Handelskonto landet, also auf unserer Bank, und wir starten weiter mit dem Handel. So funktioniert das. Und mit derselben Zahlungsmethode, dass sie anzahlen, mit derselben können sie gerne abheben. Okay. Genau. Wie wollen wir verbleiben? Was denken Sie drüber? Na, dann machen wir das. Haben Sie Fragen? Bitte. Wie machen wir das? Na, so wie Sie sagen. Okay, ich bräuchte Sie vor einem PC eigentlich, damit ich Ihnen dann telefonisch unterstützen kann.
Soll ich den anmachen? Damit Sie Zugriff haben, schon. Dann gehe ich den anmachen. Bitte? Dann gehe ich den anmachen. Okay, gut. Ja, fährt jetzt hoch. Ich bin immer da, ne? Ich warte nur, dass ich jetzt fertig werde. Ja. Was für ein Gerät nutzen Sie, wenn ich fragen darf? Ist das PC, Laptop, Tablet? Das ist ein PC. Jawohl. Fährt jetzt hoch. Okay. Schöne Musik. Natürlich, wenn man 14 Stunden pro Tag arbeitet, braucht man auf jeden Fall ein bisschen Musik im Hintergrund. Das ist so anstrengend für uns. Das ist aber lange. 14 Stunden. Natürlich. Ich muss zum Glück nicht. Wohnen Sie alleine, wenn ich fragen darf, oder? Ich wohne alleine. Okay. Wie sieht's da aus eigentlich beim Alleinefühlen? Was meinen Sie? Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man alleine lebt? Weiß ich nicht. Nicht anders als einer, der nicht alleine lebt? Das frage ich doch. Weil ich beispielsweise nur mit meinem Partner da wohne. Ach so. Wie sieht's aus bei Ihnen? Wie fühlt man sich eigentlich? Ganz gut. Ist gut, okay. Treiben Sie Sport oder beschäftigen Sie sich mit anderen Aktivitäten außer Haushalt, oder? Nee, ich habe eine Modelleisenbahn. Okay. Sind Sie bereit? Der fährt noch hoch. Fährt noch hoch? Hm. Kann ich vorstellen. Okay. In 2 Minuten habe ich ein sehr wichtigen Telefonat. Wollen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt miteinander telefonieren? Wann denn? Also, Moment. Heute schaffe ich nicht, leider. Weil die Vorstellung uns eigentlich ein bisschen länger gebracht hat. Ab morgen bin ich gerne zuständig für Sie, ab 10 Uhr morgens. Da schlafe ich noch. Okay. Nennen Sie mir einfach eine gewünschte Uhrzeit, das Ihnen passen würde. Und ich melde mich bei Ihnen dann wie gewünscht. Nach um 12. Nachts um 12? Nee, nach um 12. Okay, ist gut. Moment. Dann 12.15 Uhr wäre gut, also fährt er nach 12? Ja. Für morgen? Okay. Hm. Ich richte es ein dann. Und wir diskutieren miteinander nochmal morgen. Ich bedanke mich. Ist das denn ein Date? Bitte? Ist das dann ein Date? Was? Ein Date? Mhm. Wieso ein Date? Na, wenn morgen um 15 Uhr? Um 12.15 Uhr werden wir diskutieren, genau. Weil ich gerade in einer Minute ein Telefonat habe und das dauert so lang bei Ihnen eigentlich. Ja. Damit wir klarkommen. Ich habe noch meine Termine da gebucht und ich kann den Leuten nicht sagen, dass ich bei denen jetzt, ne, absagen werde. Ja, darf also, ich nicht. Also um 12.15 Uhr haben wir morgen ein Date. Ein Termin, um drüber zu diskutieren. Kann ich nicht Date sagen? Date? Ja. Mit deiner Finanzberaterin Date? Nö. Klingt doch aber schlauer. Schlauer schon, aber Sie sind eigentlich nicht so bereit, mit mir ein Date zu führen, leider. Na, aber dann könnte ich im Eisenbahnclub angeben. Könnten Sie. Was Sie da können, ist eine Entscheidung für sich selber, für mich nicht. Ich bin dazu ständig, ab dem Moment, dass ich telefonisch das Unternehmen vertrete, Ihnen, ne, die Wege anzuzeigen, telefonisch, wie das funktioniert. Ob Sie das Date nennen wollen oder wie Sie das wünschen, ist absolut jetzt Ihr Wunsch. Okay, dann ist es ein Date. Melden Sie sich gerne morgen um 12.15 Uhr und ich bin für Sie da, ja? Ich dachte, Sie rufen an. Natürlich, wenn oder Sie wünschen, dann vorher, wenn es bei Ihnen klappt, können Sie gerne noch um 12 Uhr anrufen, kein Problem. Ich notiere es mir für 12.15 Uhr, okay? Falls es bei Ihnen früher klappt, dann melden Sie sich einfach, ne? Ja. Dann können wir den Date gerne führen. Okay. Jawohl. Wie war nochmal also, dein Vorname? Ich bin Frau Müller, Denise Müller. Okay, Denise. Ja, Dankeschön, Herr Steiner. Dann bis morgen, mein Schnuckerchen. Bis morgen. Viel Erfolg und wiederhören. Tschüss. Tja, was die immer alle für ominöse Termine haben, ich glaube, die wollte mich einfach nur freundlich loswerden. Das Erschreckende hier an diesem Gespräch ist,
Tja, die war wohl irgendwie deutsch. Und ich hoffe, dass sie nicht mit ihrem Center in Deutschland sitzt, denn dann ist es auf jeden Fall ziemlich leicht, die wegzuräumen. Na doch, dann hoffe ich schon, dass die in Deutschland sitzen. Also grundsätzlich haben wir sie so richtig schön ausgenockt mit dem, was wir so gemacht haben. Tja, habe ich auf jeden Fall auch einen Korb von ihr bekommen, so wie es aussieht. Aber naja, ein Date mit einem Betrüger habe ich eh nicht so wirklich Lust zu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann denkt gerne an den Daumen nach oben. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.